So, Box vom, was sind das jetzt? August? Wir haben schon August. Die Augustbox liegt hier, die mache ich mal eben auf. Ich weiß von einer Sache, die wurde mir gespoilert. Den Rest kenne ich nicht. Und wie immer greife ich rein und nehme blind irgendwas raus. Am besten das T-Shirt. Wie immer das T-Shirt zuerst. Ja, die guten WoW-Geschichten. So, was ist das? Oh. Ich sehe es schon und es gefällt mir sofort. Für Erebor! Geiles T-Shirt, gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist mal echt cool. Next. Und ich glaube, das ist schon. Was ist das überhaupt? Das fühlt sich gar nicht so an. Vielleicht bin ich auch nicht gespoilert worden. Doch, bin ich. Kannte ich schon. Oh, das ist größer, als ich dachte, ehrlich gesagt. Vor allem, das ist so eingeschweißt. Da ist gar keine Luft drin. Jetzt saugt sich das erstmal mit Luft voll. Das ist natürlich geil. Ja? So ein. Was ist das? Plüschkissen? Das ist cool. Saug dich voll mit Luft. Das ist schön. Ich will es haben. Nein, Tim. Nein, Tim. Was ist das? Zelda. Aber was? Ein Stift? Pen and Pen. Topper. Ein Stylo. Aber wofür? Er funktioniert ja, mit der Switch funktioniert er ja nicht so, wie der aussieht. Oder was? Will ich das aufmachen oder will ich das einfach mal in meine Sammelbox für Geschenke? Was ist das? Einfach nur ein Stift. Naja, gut, dann ist das so, ja, okay halt, ne? Stiftaufsetzer. Es ist auf jeden Fall lizenziert von Nintendo. Ich lasse es mal zu. Ich glaube, das kann man durchaus mal verschenken. Was ist das zum Geier? Okay, was sind das für Drogen? Energy. X-Gamer Hyper Beast Flavor. What? Sehr gesund, bestimmt. Ja, sehr gesund. Was macht man das mit Wasser vermischen oder wird das so in den Hals gekippt? Ist das hier? Was ist das? Focus Energy. Schmeckt wie Atomkrieg. Wirklich Kasumi, hi. Saugesund, glaube ich auch. Also, liebe Kalorien. Wo ist denn das? Energy da. 31, das geht ja. In Gramm. Aber es steht auch nicht, ob man das jetzt mit Wasser vermischt. Ist haltbar bis 2021. Also ich habe noch viel Zeit, rauszufinden, wie das konsumiert wird. Na.
Ist das Pulver? Kann man das? Ich weiß, ich probiere das gleich. Bei Mario Maker brauche ich das. Was, das war's? Nee, warte. Oh, ein Buch? Kommst du jetzt raus? Zauberhafte Küche. Was steht da? Pommes? Amelia Bau Pommes? Was ist das? Sonderedition. Ein Kochbuch, echt? Mhm. Aber für Welt der Amelie. Das kenne ich. Ich lese mal vor, was hier noch so steht. Mit diesem fantastischen Kochbuch zollt Aurelia Beaupommier allen Magiern, Feen, Elfen, Hexen und anderen Zauberwesen Tribut. Es birgt Zubereitungsanleitungen für einfache und außergewöhnliche Gerichte, süße Leckereien und Zaubertränke, inspiriert unter anderem von Aladdin, Asterix und Obelix, die Bartimäus-Trilogie, die Chroniken von Narnia, Doctor Strange, Dungeons and Dragons, Gänsehaut, Harry Potter, Odysseus 31, die Schlümpfe, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ach ja, echt? Hallo Claudia! Was gibt's da so Leckeres? Moment, das sieht ja geil aus. Moment, Moment. Oh, ich krieg Hunger. Hör auf! World of Warcraft, Nagrand Tempura. Kann man das irgendwie erkennen? Es sieht halt sau lecker aus. Der Gummibärensaft. Okay, ich guck mal eben, was wir so Rezepte haben. Bazar-Zigarren, feurige Brühe im Gasthaus zum Roten Drachen, Nagrand Tempura, die tibetanische Momos der Ältesten, Zauberzepter, kleines Steak und Nierenpasteten, Pastete aus frischen Kindern. Das was für Rissus. Pastete aus frischen Kindern, Seite 20. Rissus, jetzt kommt dein Rezept. Wo sind hier Seite 20 da? Oh ja. Pastete aus frischen Kindern. Ah, sieht lecker aus. Ups. Hallo? Fokus! Aus Chroniken von Narnia. Dann gibt's Lammkeule aus dem Gasthaus zum Roten Drachen. Dracheneier. Molekularisierte Schlumpfspaghetti. Das Auge von Agamotto. Vergiftete Äpfel. Werwolfskekse. Zirkus-Zaukus, Lokum der weißen Hexe, Schwertküsten-Tart, grünes Elixier, Schlumpfcocktail, Zaubertrank. Der Zaubertrank ist, glaube ich, das Interessanteste. Er wollte nicht schon immer mal den Zaubertrank haben, trinken. Was sind das? 40. Gut abgehangene Neugeborene. Das Rezept musste ich mir mal... Schlumpfcocktail ist ja auch heiß. Also ich bin, also ich dachte erst, toll, was für ein schöner Scheiß, ja. Aber das ist echt geil. Der Zaubertrank. Und guck mal, wie der aussieht. Also ist natürlich super. Und was ist da drin? Blaubeersaft, Soda, feiner Zucker, Zitronen, Karottensaft. Erdbeersaft, rote Beete und Honig. Geiles Buch, finde ich. Ich glaube, das ein oder andere kann man durchaus mal so aus Spaß servieren. Auf irgendeinem Zockerabend. Gefällt mir. War's das? Das war's, ne? Nein, um Gottes Willen. Es war's ja noch gar nicht. War ja noch nie alles.
Ich koche nicht gern. Nein, Claudia, nein. Ich koche nicht gern. Aber ich glaube, so ein Zaubertrank, wo man einfach irgendwas zusammenkippen muss, das gehe ich schon hin. So. Hallo, Satinit. So, ich nehme jetzt mal hier was raus. Was ist das? Kenne ja Uno, aber und mach es ungeschehen. Versunkene Träume. Ihr seid Schicksalsweber. Ihr könnt die Zeit anhalten und zu verschiedenen Lebensmomenten eines Verstorbenen in der Vergangenheit zurückspringen, um dort dessen Schicksalsfäden neu zu verknüpfen. Gelingt es euch, die Geschehnisse zu verändern, um seinen Tod ungeschehen zu machen? Oh, das klingt mal interessant. Klingt ja irgendwie interessant. Sind das alle? Moment. Ist das auch wieder so ein Sammelkartending oder ist das ein komplettes Spiel? Das sind 18 Karten. Scheint komplett zu sein. Für 2 bis 4 Spieler, 20 bis 40 Minuten. Ach, das finde ich cool. Wenn das so ein richtiges komplettes Spiel ist. Ja, es heißt Undo. Undo. Ist richtig. Elliot ist schlau. Das haben wir ja letztes Mal schon gelernt. Was ist das? Das sind Eiswürfel. Da ist sogar schon Wasser drin oder was? Na, ob ich das trinken will, das weiß ich noch nicht so wirklich. Oder lutschen. Nuka-Cola-Eiswürfel. Das finde ich geil. Finde ich gut. So als Gag ist das, glaube ich, geil. Ich weiß auch schon, wem das gefallen könnte. Chest, ist das im Grunde eine Lootbox? Ja. Es ist eine Lootbox, die heißt halt Loot Chest. Von der Firma Loot Chest. Und die Lootbox, ja, Lootbox, heißt die von Get Digital? Die heißt, glaube ich, Lootbox, ja. Aber es gibt ja mehrere Firmen, die sowas vertreiben. Und ich bin ehrlich gesagt etwas mehr auf der Seite von Loot Chest, was den Inhalt der Boxen angeht. So, das ist die Broschüre dazu. Mal kurz durchgucken, nicht, dass wieder irgendwas fehlt. Das interessiert mich nicht. Ah. Gut, das ist hier das T-Shirt. Erebor. Eben hat einer gesagt, er kennt es nicht. Es ist aus Herr der Ringe. Sollte man eigentlich kennen, die Zwergen. Das unten ist das Kissen. Und das Kissen kostet 12,95 €, das T-Shirt 14,95 €. Was ist das? Nein, ich bin nicht auf der Games Convention gewesen, Satin. Ich war im Urlaub. Ich bin gestern Abend heim. Gestern Abend. Und ehrlich gesagt, ist mir die Gamescom auch etwas zu voll und zu stressig und zu unpersönlich. Ist halt super schwer, da an irgendwelche Kontakte zu kommen oder überhaupt Spiele zu spielen, kann man ja eh vergessen dort. Zu laut, so, ja, GPI, so ist das. Und deswegen, ich freue mich wie ein Schnitzel auf die Mac in Erfurt. Das ist eine schöne kleine Messe. Eine Halle mit Gaming und eine Halle mit Cosplay. Und das ist super. Nicht zu voll, nicht zu laut. Wie schöner. So, aber weiter. Hier, wir sind bei den Loots. Hier oben sind die Eiswürfel.
Und Fallout und unten der Stift. Ja. Der Stift 5 Euro, 8 Euro die Eiswürfel. Das Kartenspiel, und da gibt es tatsächlich mehrere Editionen. Das ist gratis, deswegen ist es auch gratis. Kamera, Kamera. Da oben gibt es scheinbar mehrere Editionen. Epos Hobbit? Es ist aus der Herr der Ringe Welt. Jesus, jetzt sei mal nicht so kleinkariert. So, und die Gamer Shouts. Was ist das hier? Dein Energy Drink im Pulverformat. Mit der speziellen Energy- und Fokusformel kannst du die ganze Nacht zocken, ohne schlapp zu machen. Will ich das noch? Erebor ist der einsame Berg. Ja, aber das sind doch auch die Zwerge von Erebor, oder nicht? Gibt doch auch die Erebor-Zwerge, die dort wohnen. Naja, egal. Es klingt auf jeden Fall sehr ungesund, das stimmt, GPI. Und hier ist das Buch. Als Plus, für die Plus-Box. Und das kostet 15 Euro. Ja. Also das war mal eine coole Box. Also das T-Shirt ist für mich das Highlight der Box. Und dann kommt tatsächlich das Kochbuch, weil ich es einfach super witzig finde. Ist ein Zelda-Stift, naja. Ist, naja. Und ja, das Kissen ist natürlich auch ultra gut. Ich zeig dir das T-Shirt nochmal eben. Moment, Claudia. Ich finde es halt cool. Das ist, es ist halt dezent. Und nicht so mit dem Nerdhammer. Weißt du? Das Motiv. Erebor Stout. Und das brauen doch die Zwerge dort, oder nicht? Ja, egal. Das ist das Shirt. Ich find's geil. Ich finde die Box echt geil. Hat sich gelohnt. Hat sich echt gelohnt. Ja, also das T-Shirt ist für mich das Highlight. Und dann kommt das Kissen und dann das Kochbuch. Ja. Coole Box.